Die Strategiekarte von Rome ist ganz anders als in den Vorgängerspielen aus echtem 3D aufgebaut. Das heißt, sie besteht aus vielen kleinen Feldern. Das sieht man hier jetzt gleich, wenn ich den Centurion anklicke. Der steht für meine Armee und läuft jetzt zu den Pyramiden. Und diese Pyramiden gibt es dann auch tatsächlich im Schlachtfeld. Und dorthin zoomen wir jetzt. Jedes Schlachtfeld in Rome wird aus dem angegriffenen Feld und den umliegenden zusammengesetzt, sodass Sie wirklich im Hintergrund das sehen, was angrenzend ist. Und in diesem Fall sind das tatsächlich die mächtigen Pyramiden. Und es wird noch besser, das sind jetzt nicht etwa nur irgendwelche großen Klötze in der Landschaft, sondern wenn Sie die Pyramiden oder andere antike Weltwunder, wie zum Beispiel den Koloss von Rhodos oder auch die hängenden Gärten, wenn Sie die erobern, dann haben Sie handfeste Vorteile für Ihre gesamte Fraktion, zum Beispiel mehr Einfluss, was bei der Diplomatie hilft, oder ein höheres Einkommen. Und dadurch wird natürlich um diese Spezialschlachtfelder auch besonders stark gerungen, wie auch übrigens um Engstellen im Gebirge oder Minen und natürlich auch die Städte, die man ja jetzt in Rome erobern muss, um überhaupt die Provinz zu erobern. Das heißt, was man sonst so auf dem Schlachtfeld tut, das hat eigentlich so lange keine handfesten Auswirkungen, bis man nicht die zugehörige Stadt der Provinz eingenommen hat. Also sehr viel Strategie und Taktik im Weltkartenmodus, aber natürlich auf dem Schlachtfeld. Wir haben hier auch schon gesiegt. Und was Sie hier noch sehen, sind unsere wahnsinnig gefährlichen Gladiatoren. Wie historisch akkurat Gladiatoren auf dem Gefechtsfeld sind, dazu habe ich Creative Assembly im Interview befragt. Ja, und noch eine Neuerung ist hier zu sehen, nämlich wenn ein Spezialschlachtfeld eingenommen wird, wie hier die Pyramiden, dann gibt es zur Belohnung noch eine Ingame-Cutscene, wo die jeweilige Nation sich nochmal so richtig wohlfühlen darf.